Willkommen zurück zu Plague Incorporated. Es ist eine Weile her, seitdem ich Videos aufgenommen habe. Die Videos, die ihr da um Weihnachten rum gesehen habt, die habe ich vor knapp 3 Wochen aufgenommen. Also es ist eine ganze Menge Zeit verstrichen und dementsprechend habe ich auch einen kleinen Fortschritt gehabt. Schaut euch das mal an. Kein gespeichertes Spiel laden, ich weiß manchmal mehr, was es war. Das Hauptspiel, schaut es euch an. ich hätte eine Menge Videos aufnehmen können, muss ich sagen. Habe ich nicht getan, denn ich war dabei, eine Strategie zu entwickeln, wie man so ziemlich jeden einzelnen solchen Typ besiegen kann, auf allen Schwierigkeitsstufen. Bis auf den Pilz, da bin ich noch dabei, irgendwie kriege ich es nicht hin. Ihr seht aber, ich habe es trotzdem auf mega brutal hingekriegt. Das ist dann so eine leicht veränderte Variante davon, also ich könnte es euch auch noch zeigen. Aber ich würde euch heute gerne mal vor allem erstmal die Taktik dahinter vorstellen. Und zwar gehen wir einfach erstmal zur Bakterie und dann natürlich auf mega brutal. Das sollte auch auf allen anderen funktionieren, weil mega brutal halt am schwierigsten ist. Deshalb, die anderen könnt ihr dann auch damit sehr leicht machen. Und zwar Androstress, lasse ich einfach mal. Und zwar haben wir hier die Gene und das sind sie, die braucht ihr auf jeden Fall. Wir kommen gleich mal zum ersten, und zwar die DNS-Gene. Und da kommt es eigentlich tatsächlich nicht drauf an, welches ihr habt. Ich habe es mit jedem ausprobiert, bei der Bakterie hat es mit jedem von denen funktioniert. Aber ich habe bemerkt, dass vor allem bei den anderen, die Bonus-DNS am Anfang sehr viel besser klappt. Also das ist auf jeden Fall ein sehr wichtiger Punkt. Den braucht ihr auf jeden Fall, um bei allen Gentypen, allen solchen Typen, das Spiel zu gewinnen. Und zwar auf mega brutal, also auf jeden Fall die Bonus-DNS, die ist da sehr, sehr wichtig. Dann gehen wir mal auf Gen einfügen. Reisegene, ich habe hier erstmal den Landbonus. Ich weiß nicht genau, ich glaube, die Grenzüberschreitung hätte einen ähnlichen Effekt, um das mal so auszudrücken. Luft- und Wasserbonus ist an sich eigentlich nicht nötig. Und daher würde ich die eher weniger nehmen. Heimvorteil würde ich auch eher weniger nehmen, weil wenn man auf mega brutal ist und das ganze Land schon infiziert ist, dann wird die Krankheit sehr schnell entdeckt und dementsprechend auch sehr schnell geheilt. Deshalb würde ich eine von den beiden nehmen. Hier Landbonus gibt natürlich den Vorteil, vor allem in dichten zusammenstehenden Ländern, wie zum Beispiel eben ganz Asien einfach, so China, Russland und so. Oder auch die afrikanischen Länder, da sind ja eine ganze Menge und das ist häufig sehr schwierig, die Länder dort zu infizieren. Und genau deshalb funktioniert das auch hier mit der Grenzüberschreitung. Also es sollte auf jeden Fall funktionieren. Und zwar, wenn ihr schon sehr weit in dem Spiel drin seid und die Grenzen geschlossen werden und dann ein paar Länder da sind, wie zum Beispiel Marokko, was sehr weit von jeglichen Häfen oder Flughäfen entfernt ist, dass es dann ziemlich schwierig werden könnte. Und daher könnte das auch ziemlich gut sein. Aber ich werde hier den Landbonus benutzen. So, kommen wir zum nächsten. Und zwar, es ist da, hier verändert sich so ein bisschen, zumindest beim Pilz. Und zwar haben wir hier statische Symptome. Die sind absolut unglaublich wichtig. Also wir gehen hier erstmal durch. Rückentwicklung, Bonus-DNS bei Rückentwicklung, vergesst es. Also ihr kriegt am Anfang 4, aber bei den höheren Schwierigkeitsstufen sinkt danach halt die Anzahl an DNS-Punkten ab. Also kriegt ihr da auf jeden Fall immer weniger Punkte und müsst irgendwann auch zusätzlich Punkte bezahlen, um irgendwas zu entfernen. Statische Rückentwicklung kann ich mir ganz gut vorstellen, werde ich aber nicht machen. Ganz einfach, Rückentwicklungskosten erhöhen sich nicht, die Krankheit mutiert nicht
stark genug, damit ihr da wirklich was reißen könnt. Deshalb, ja, würde ich nicht machen. Statische Symptome, also die Kosten von Symptomen werden nicht erhöht. Sie sind einfacher zu heilen, das mag sein. Aber einfach der Vorteil, wenn ihr die ganze Menschheit infiziert habt und nur noch wenig Punkte habt, dann könnt ihr sie trotzdem sehr schnell abtöten, dadurch, dass eben die Symptome nicht teurer werden, wo dann zum Beispiel totales Organversagen teilweise 70 Punkte kostet. Und mit diesem statischen Symptom hier kostet das Ganze 30 Punkte. Also das ist auf jeden Fall sehr gut. Wie schon gesagt, das funktioniert bei so gut wie allen. Bei den Pilzen bin ich gerade noch am Testen. Also da funktioniert es noch nicht ganz. Aber da habe ich es auch geschafft. Und zwar hier mit den statischen Fähigkeiten. Und zwar ist es bei den Pilzen natürlich so, dass sie sich von Land zu Land sehr schwer übertragen lassen. Aber dadurch haben sie, also dafür haben sie eben die Möglichkeit, ein zufälliges Land zu infizieren. Und daher, das sind Fähigkeiten, die muss man dann halt hier eben durch die statischen Fähigkeiten niedrig halten. Es gibt da, ich weiß nicht genau, 14 von diesen Sachen, die man upgraden kann, wo dann zufällige Länder infiziert werden. Und wenn ihr dann statische Fähigkeiten habt, dann bleibt das halt auf einem sehr, sehr geringen Level, dass ihr eben nur einen Punkt bezahlen müsst, um ein neues Land zu infizieren. Das ist also ziemlich gut bei den Pilzen. Bei den anderen bringt das nicht unbedingt viel, da man da häufig nur 3 oder vielleicht auch 4 von diesen Upgrades hat, statt 14 bei den Pilzen. Und deshalb ansonsten die statischen Symptome. Zu den statischen Übertragungen, ja, braucht ihr nicht wirklich, weil in dem Spiel werdet ihr dann hauptsächlich über die Menschen übertragen. Also solche Sachen wie Ratten oder wie Blut oder Luft oder Wasser, da werdet ihr nur ein paar wenige Sachen euch holen und dann wird das nicht so viel bringen später im Endgame. Und deshalb würde ich euch davon auf jeden Fall abraten. Also hier auf jeden Fall statische Symptome benutzen und vielleicht auch statische Fähigkeiten. Gut, jetzt kommen wir nach unten und zwar zu den Mutationsgenen und absolut unglaublich wichtig, die Übertragungsmutation. Vor allem beim Virus ist das unglaublich wichtig, da der sehr schnell mutieren kann und ja, wir kommen gleich dazu. Wir haben hier Mutationsbonus. Die Mutationschance deiner Seuche wird erhöht. Bringt nicht so viel, vor allem bei den schwierigeren Levels, weil dort dann die Rückentwicklungskosten natürlich steigen. Also ihr müsst irgendwann dazu bezahlen. Und vor allem beim Virus, mal wieder, wird es dann irgendwann schwierig, die Krankheit unter Kontrolle zu halten. Und deshalb würde ich davon auf jeden Fall abraten. Genauso von Inaktivität. Das macht euch den Virus einfach kaputt. Deshalb funktioniert das nicht. Ich würde auch das generell nie benutzen. Nie wirklich. Deshalb, ja, ist generell ein ziemlich schlechtes Upgrade. Nachahmer, solche schwere Zeilen, ist natürlich super. Also wirklich super. Wenn ihr nicht gerade Virus benutzt, dann könnt ihr das auf jeden Fall auch benutzen. Ich kann euch da nichts garantieren. Ich habe es bisher nur mit Übertragungsmutation versucht. Aber das ist ganz bestimmt sehr, sehr gut, da natürlich bei extrem brutal es sehr schwer wird, dass die Seuche eben nicht geheilt wird. Und deshalb könnte das auf jeden Fall ziemlich gut sein. So, Fähigkeitenmutation. Fähigkeiten werden mutiert, das will man nicht unbedingt immer. Sache ist die, zum Beispiel bei der Heilung, wenn ihr gerade die Menschheit, also wenn ihr gerade dabei seid, die Menschheit zu infizieren, und dann irgendwie Genumbildung 1 mutiert, so eine Sache, die man eigentlich erst später im Spiel machen möchte und bei meiner Taktik auch fast gar nicht verwendet wird. Jedenfalls ist das nicht unbedingt immer besonders gut. Beim Pilz vielleicht, weil das dann immer wieder ein neues Land infiziert und natürlich auch nicht mehr kostet, aber ich würde eher davon abraten. Und jetzt kommen wir zur Übertragungsmutation. Wie schon gesagt, der Virus, der kann sich halt sehr schnell mutieren. Und wenn er dann noch Übertragung mutiert, also die Infektionsgefahr noch steigert,
dann wird das natürlich sehr gut. Die Sache beim Virus ist halt, der kann sehr schnell sehr gefährliche Sachen mutieren. Zum Beispiel eben Nekrose oder eben das totale Organversagen. Da wird es dann recht schwierig, das noch unter Kontrolle zu halten, sodass die Menschheit infiziert wird, bevor sie alle wegsterben. Und deshalb kann man das quasi so indirekt ein bisschen dämmen, so wie Inaktivität, nur dass diese Sachen, die wegfallen, eben in Übertragung übergehen. Dadurch können halt viele weitere Sachen freigeschaltet werden und dadurch, dass die auch eben so ja, zufällig mutiert werden, braucht ihr auch eben hier nicht diese statische Übertragung, weil die Erreger das dann teilweise alleine machen. Gut, das letzte auf der Liste und ja, Widerstandsfähigkeit, das ist so ziemlich alles, was ihr braucht. Trockenbonus könnt ihr benutzen, vor allem bei den afrikanischen Ländern wird es später schwer. Es gibt relativ wenige Menschen und wenn ihr dann eine relativ gefährliche Seuche schon habt, dann ist der Trockenbonus auf jeden Fall nützlich, um die Länder in Afrika schneller zu infizieren. Genau andersrum ist bei Feuchtigkeitsbonus. Ich würde es nicht empfehlen. Bringt einfach nichts Besonderes, weil die meisten Länder, die feuchte Klimaregionen sind, sind sowieso schnell infiziert. Also ich sehe da nicht wirklich einen Vorteil. Landbonus würde ich genauso gut empfehlen wie Trockenbonus. Hat halt wieder mit Afrika zu tun. Ist manchmal ein bisschen schwer. Vor allem die Länder weiter südlich. Ich glaube, Angola und Botswana waren das. Die sind beide sehr schwer zu infizieren, da sie keine Häfen besitzen, ziemlich klein sind, relativ wenige Einwohner haben und dadurch eben häufig einfach die Grenzen schließen und die Vögel töten und dann wird es schwer, diese Länder zu infizieren. Deshalb der Landbonus oder eben auch der Trockenbonus. Stadtbonus ist genauso wie Feuchtigkeitsbonus. Wenn der Erreger in eine Stadt kommt oder in ein städtisches Land, dann, ja, dann infizieren sich die Menschen gegenseitig, also schon ziemlich schnell. Und deshalb braucht man das da eigentlich gar nicht. Ich starte, also bei meiner Strategie starte ich in China. Da sind natürlich eine Menge Menschen und es ist relativ urban. Ich würde da nicht den Stadtbonus haben wollen, da sonst sehr schnell die gesamte Menschheit, also die gesamte Einwohnerzahl von China infiziert ist. Und dann fangen sie schon an mit der Seuchenheilung und deshalb würde ich davon auf jeden Fall abraten. Und natürlich Widerstandsfähigkeit. Es gibt euch einen kleinen Bonus in allen Gebieten. Das ist so ziemlich das Beste, was ihr haben könnt. Ansonsten würde ich auf jeden Fall einen von den beiden empfehlen. Aber damit funktioniert es garantiert. Und das war's so ziemlich. Ja, ich werde jetzt hier nicht nochmal anfangen, irgendwie mit der Bakterie irgendwas zu machen. Dazu werde ich ein weiteres Video machen. Das hier war nur so eine kleine Erklärung, wie ihr das gesamte Spiel mehr oder weniger, bis auf die Pilze halt bisher, also mit dem ihr das ganze Spiel halt einfach durchspielen könnt. Ihr braucht diese Sachen, das könnte hier ein paar Runden dauern, bis ihr die richtigen Sachen bekommen habt. In der Zeit habt ihr vielleicht auch schon alle Sachen auf normal. Ja, erledigt und deshalb hoffe ich, dass euch das weiterhilft. Wir gehen jetzt wieder zurück. Also auf jeden Fall, ihr könnt damit so ziemlich jeden Erreger besiegen auf mega brutal, bis auf den Pilz. Da muss ich noch mal schauen. Vielleicht habe ich es in der nächsten Folge dann geschafft. Und ja, das war's mit der Folge. Kein Spiel für heute. Aber ein bisschen Erklärung und ein bisschen Tipps und Tricks. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr wollt und wenn ihr die Seuchen sehen wollt auf extrem brutal, dann lasst auf jeden Fall ein Like da und ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss.